Freie Evangelische Gemeinde in Schaan wird dieses Jahr 25 Jahre alt. Für dieses Jubiläum oder anlässlich dieses Jubiläums klingt ihr euch in den größten Gottesdienst Europas ein. Pro Christ, was kann denn den Zuschauer oder die Gläubigen erwarten? Also wir freuen uns auf 8 ganz spannende Impulsgottesdienste. Wir treffen uns jeweils am Abend um 7:30 und werden uns dann um 7:45 via Satellit auf Stuttgart ausschalten. Und es gibt dort ein Vorprogramm mit Orchester, mit einer Liveband, mit verschiedenen Musikern und auch mit einem spannenden Interviewgast. Anschliessend kommt dann der Impulsgottesdienst, die Predigt vom Pfarrer Ulrich Barzani, wo immer zu einem sehr aktuellen Thema redet. Das Motto von Pro Christ ist Zweifeln und Staunen. Was verbirgt sich dahinter? Genau, das Motto ist Zweifeln und Staunen, das ist das Motto, das der Ulrich Barzani ausgewählt hat, weil es ihm wichtig ist, den Leuten zu sagen, hey, man darf zweifeln, man darf seine Fragen haben, gerade gibt es Gott, gibt's, oder gibt es ihn vielleicht gerne, oder wie ist es mit dem Leid auf dieser Welt? Das bringt uns manchmal zum Zweifeln. Zweifeln gehören dazu zum Christsein. Es ist gut, wenn man sich diesen Fragen stellt. Da will er die Zweifel will er aufgreifen, seine Predigten, will aber auch bewusst die andere Seite aufzeigen, dass es eben auch Sachen gibt zum Staunen, wo man wirklich kann staunen über Gott, kann entdecken, hey, ist unglaublich, der Gott, der, wo die ganze Welt gemacht hat, der hat mich persönlich gern und die Liebe von ihm ist wirklich zum Staunen. Was grenzt euch so zu den üblichen Institutionen ab, also zur katholischen Kirche und jetzt zur evangelischen Kirche? Also wie es der Name schon sagt, sind wir eine freie evangelische Kirche, eine freie evangelische Gemeinde. Wir gehören zu der Freikirche und wir legen sehr grossen Wert auf Freiwilligkeit. Das heisst, man wird nicht automatisch Mitglied in einer freie evangelischen Gemeinde, wird nicht automatisch getauft oder so etwas, sondern wir sagen, das soll jeder selber entscheiden. Uns ist wichtig, dass jeder selber eine Entscheidung trifft. Jawohl, ich möchte an Jesus glauben. Ich möchte das, was er tun hat, am Kreuz für mich persönlich in Anspruch nehmen. Und auch, ja, ich möchte Mitglied werden, vielleicht dann mit 16, wenn man religionsmündig ist. Oder auch, ja, ich möchte mich taufen lassen. Vielleicht, wenn man als Kind oder als Teenager oder als junger Erwachsener merkt, doch, der Schritt wäre jetzt für mich dran. Also Freiwilligkeit grenzt uns quasi ab zu anderen Kirchen.